Und wir gehen direkt nach Straßburg. Mein Kollege Jan-Christoph Nüse hat gestern den ganzen Tag bis hin zur spannenden Abstimmung verfolgt. Es war ja am Ende noch richtig knapp. Herr Nüse, wirkt das eigentlich heute noch nach? Ja, es kommt darauf an, wie man fragt. Also die einen Abgeordneten sagen, für uns ist das jetzt eine abgeschlossene Geschichte. Es geht nach vorn, denn es ist ja so wie im Sport. Nach dem Spiel ist immer vor dem Spiel. Ursula von der Leyen ist gestern gewählt worden, wenn auch knapp. Sie muss sich aber im Oktober mit ihrer gesamten Kommission noch einmal hier zur Wahl stellen. Also dann ist ein neues Spiel und andere Abgeordnete, die sagen, okay, wir haben da noch einiges nachzuarbeiten. Das werden wir gleich auch sehen mit meinen beiden Gästen. Die haben gestern abgestimmt und übrigens in gleicher Weise, obwohl sie in verschiedenen Parteien sind. Claudia Gammon, die gehört zur Fraktion der Liberalen, kommt aus der österreichischen relativ neuen Partei, die NEOS, also eine junge liberale Partei aus Österreich. Und sie hat gestern im Gegensatz zu ihrer Fraktion, die ja eigentlich für Ursula von der Leyen gestimmt hat, mit Nein votiert. Und dann Reinhard Bütikofer, der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, der Ursula von der Leyen auch schon sehr lange kennt und der natürlich wie die Grünen gestern auch gegen sie votiert hat. Frau Gammon, Sie haben sich anders entschieden als die Mehrheit Ihrer Fraktion. Was waren Ihre Gründe? Ich kann ganz ehrlich sagen, dass das ja auch keine einfache Entscheidung war. Und ich kann auch die Argumente nachvollziehen, warum man sie gewählt hat. Sage ich auch ganz ehrlich. Was für mich aber entscheidend war, ist letztendlich die Frage, dieses Programm, das sie vorgestellt hat, wie wahrscheinlich ist es, dass wir die wesentlichen Punkte davon in den nächsten 5 Jahren auch wirklich umsetzen können? Und hat man auch wirklich die Bereitschaft gespürt, auch die Demokratie in Europa so zu entwickeln, dass wir nicht wieder in 5 Jahren vor einer ähnlichen Situation sind, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht sind, dass letztendlich vor allem eine Kandidatin des Rats zur Wahl steht für das Parlament? Also es sind Gründe aus der Struktur, wie sie überhaupt dazu gekommen ist vor 2 Wochen. Das ist ja schon auch wesentlich, ja, muss klar man sagen, weil die Frage ist, es gibt in der Europäischen Union immer viele gute Ideen, aber was hindert uns denn daran, wirklich zur Umsetzung zu kommen? Und das sind nationale Schrebergärten, die im Rat zu finden sind und nicht im Parlament. Das ist ja bestimmt eine Argumentation, Herr Bütikofer, die Sie gut nachvollziehen können. Was denken Sie, ist das große Problem gewesen, was die Unterstützung Ihrer Partei verhindert hat? Sie hat ja Klimapolitik zum Beispiel ganz nach vorne gestellt. Also sie hat gestern eine sehr wirksame Rede gehalten. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, wunderbare Rede. Es gab Beispiele, Beifall aus Ihrer Fraktion auch, ne? Ja, ich habe selber an verschiedenen Stellen geklatscht. Zum Beispiel, was sie zu Genderfragen gesagt hat, fand ich progressiv. Aber tatsächlich sahen wir 3 Probleme. Das eine ist, dass es zum Teil einfach bei den Überschriften blieb. Ja, wenn sie zum Beispiel sagt, sie will europaweit Mindestlöhne haben und dann ausführt, dass sie damit meint, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften sollen mal einen Mindestlohn verhandeln, dann ist das, wenn man es ernst nimmt, ein Hohn. Denn so funktionieren Mindestlöhne nicht, sondern durch gesetzliche Vorgaben. Ja. Ja? Also da wurden zum Teil Dinge verkauft, die gar nicht ernst gemeint waren. Dann hat es auch Bemühungen gegeben, das will ich nicht bestreiten, im Klimabereich, aber die gingen nicht weit genug und war nicht klar genug. Ein zweiter Grund ist aber genau derselbe, die Struktur. Sie steht dafür, dass der Rat entschieden versucht, das Parlament zu schwächen. Und um als Kandidatin des Rates das Vertrauen des Parlaments gewinnen zu können, hätte sie meines Erachtens mehr liefern müssen in Richtung gerade der strukturellen Fragen. Und die aber es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt möglich war für die Kandidatin, die ja vor bisschen mehr als 2 Wochen noch niemand auf dem Zettel hatte. Jetzt ist sie gewählte Kommissionspräsidentin, wenn auch mit einer knappen Mehrheit. Was denken Sie, was das bedeutet für Ihre Möglichkeiten, dass es so eine knappe Mehrheit gibt nur? Ich würde das nicht überbewerten. Ich denke, dass vor allem die 4 großen Fraktionen im Parlament den Willen haben, auch konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das ist ja jetzt auch das erste Mal der Fall, dass die 4 großen Fraktionen eine Art gemeinsames Programm, nennen wir es mal vulgo Koalitionsprogramm, auch für die Arbeit in den nächsten 5 Jahren ausarbeiten und fast fertig ausgearbeitet haben. Und das ist dann schon noch eine wichtige Grundlage, dass man sagt, wir haben den Willen, konstruktiv zu arbeiten und Dinge auf den Weg zu bringen. Und ich denke, dass das Votum des Parlaments, wenn dann überhaupt, auch ein Zeichen in Richtung der Staats- und Regierungschefs sein sollte,
dass die sich eigentlich die Gretchenfrage stellen müssen, sind wir eigentlich bereit, unsere eigene Macht zu beschränken in den wesentlichen Fragen, damit die Bürgerinnen und Bürger mehr Mitsprache haben. Ja. Und darüber müssen wir sprechen. Herr Bütikofer, was muss denn in der nächsten Zeit geschehen aus Ihrer Sicht? Was ist das Wichtigste? Ich meine, das Parlament heute diskutiert zum Beispiel die Seenotrettung im Mittelmeer. Ich glaube, die nächste große Aufgabe, wenn wir jetzt nach vorne blicken, liegt darin, die Kommission zusammenzustellen. Und da wird die Frau von der Leyen, wenn sie will, mit Unterstützung des Parlaments, zum Beispiel sich sehr bemühen müssen, ihr erstes großes Versprechen tatsächlich einzuhalten, dass nämlich diese nächste Kommission geschlechterparitätisch mit wenigstens genauso vielen Frauen wie Männern besetzt sein wird. Bis jetzt sind die Vorschläge, die aus den Mitgliedsländern kommen, gar nicht entsprechend. Da wird sie dann Zähne zeigen müssen und auch Vorschläge zurückweisen müssen, um dieses Ziel, das ich für absolut zeitgemäß halte, tatsächlich zu realisieren. Ich glaube, darauf wird sich viel konzentrieren. Und dann natürlich auf die Frage, welche Qualität haben die Kommissare oder Kommissarinnen, die vorgeschlagen werden, aus Ländern wie Rumänien, wo wir problematische Verhältnisse haben, oder eben auch Ungarn und andere. Ja, letzte Frage noch an Sie, vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt das Allerdrängendste, was in Europa in den nächsten 5 Jahren, aber jetzt auch in nächster Zeit anzugehen ist als Thema? Wir müssen die Entscheidungsprozesse in Europa so reformieren, dass es auch der Zeit entspricht. Europa muss schneller zu Entscheidungen kommen, es muss entschlossener entscheiden, damit wir diese wesentlichen Fragen, wie auch die Hürden im Klimawandel und andere Dinge, dass wir dem wirklich entgegnen können. Und da sind wir noch nicht so weit und das sollte die Top-Priorität auch des Parlaments sein. Frau Kammann, Herr Bütikofer, vielen Dank. Das ist immer wieder auch im Parlament zu hören, dass die Parlamentarier oft auch Entscheidungen treffen, dass es hier bereits Beschlüsse gibt und dass dann die Staats- und Regierungschefs einfach die Regierungen der Mitgliedsländer der Europäischen Union sich schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, in diesen Fragen voranzugehen. Und man wird sehen, ob das mit der neuen Kommission von Ursula von der Leyen möglicherweise ein bisschen schneller geht. Das nächste jedenfalls, was auf Ihrem Schreibtisch landen wird, wenn sie am 1. Oktober übernimmt, das wird sicherlich nicht zuletzt der Brexit sein.